Herzlich willkommen, Personaltrainer Andreas Thienbacher aus Karlsruhe, heute mit Ramona zum Thema funktionalen Krafttraining. Auf was sollte man achten bei der Bewegungsausführung von verschiedenen Krafttrainingsübungen? Heute sind wir wieder im Venice Beach Fitness Club in Karlsruhe in der Rückenburger Straße, dem Fitnessclub, die Nummer 1 in Karlsruhe zum Thema Fitness und Fun. Ramona zeigt uns jetzt die Übung Beinbeuger im Sitzen. Ist eine Übung, eine Alternativübung für die Beinbeugeübung im Liegen. Die ist natürlich, was die Lendenwirbelsäule anbetrifft, etwas angenehmer, weil hier natürlich eine ganz andere Stellung eingenommen wird. Bei der liegenden Beinbeugeübung ist es oft so, dass die Lendenwirbelsäule etwas Druck bekommt und für Menschen, die sensibel im Bereich der Lendenwirbelsäule veranlagt sind, ist die sitzende Variante die wesentlich angenehmere Variante. Zusätzlich, wenn Probleme mit der Bandscheibe vorliegen, ist natürlich die sitzende Variante dringend zu empfehlen und die liegende Variante sollte man dann vermeiden. Was mir jetzt gerade auffällt, wir haben einen Stalker, der Mann da hinten auf dem Plakat, der verfolgt uns durchs ganze Studio. Und noch was, bevor ich es vergesse. Nicht, dass es wie letztes Mal wieder Beschwerden gibt. Ramona sitzt auf dem Handtuch. Ramona, könntest du loslegen? Führ es mal bitte vor. Genau, Fußspitzen anziehen. Darauf achten, dass die Einstellung des Gerätes entsprechend richtig gewählt ist. Wie wir hier unten sehen, ist hier eine Drehachse und diese Drehachse sollte natürlich auch so, beziehungsweise das Gerät sollte so eingestellt sein, dass die Drehachse hier mit dem Kniegelenk übereinstimmt. Langsam nach oben bis fast zur maximalen Streckung, kurz vor der maximalen Streckung aufhören, nach unten und hier ist beim rechten Winkel unter Oberschenkel ist Feierabend, weil bis dahin funktioniert der Beinbeuger. Darüber hinaus ist der Kosten-Nutzen-Faktor nicht besonders günstig. Nochmal das Ganze. Genau, rechter Winkel, Fußspitzen sind angezogen. Langsam wieder nach oben, sehr schön. Und natürlich auch hier wieder die Kadenzgeschwindigkeit einhalten, Reizzeit des Muskels einhalten. Und da wir im gesundheitsorientierten Training trainieren, machen wir es natürlich schön gleichmäßig, ruckfrei. Und mit einer Belastungszeit von 3-4 Sekunden insgesamt pro Wiederholung und die exzentrische Phase, das Nachlassen, natürlich etwas langsamer wie die konzentrische Belastungsphase. Nochmal darauf achten, dass man hier natürlich auch entsprechend die Breite wählt. Das ist eine Hüftbreite Fußstellung, sodass die Lasteinleitung auch in die Mitte des Beinbeugers eingeleitet wird. Ramona, jetzt übertreib es mal und mach mal die Füße etwas nach außen, sodass die ganz und auch die Füße ganz nach außen nehmen. So, jetzt nochmal, wenn wir jetzt das Ganze ansehen, seht ihr natürlich, das ist eine ungünstige Lasteinleitung, da jetzt natürlich hier am Knie wesentlich größere Lasten entstehen, wie entstehen sollten. Somit immer darauf achten, dass die Einstellung stimmt. Einmal die Standbreite, hier mit Hüftbreit, Fußspitze leicht nach außen rotiert, Fußspitzen angezogen. Hier unten die Einstellung am Gerät so, dass man oberhalb des Fersens die Drucklast einleitet und natürlich hier oben im Bereich des Knie muss die Drehachse stimmen und nochmal ganz wichtig, hier hinten muss natürlich der Rücken, jetzt mal den Arm gerade hochnehmen, hier hinten muss der Rücken vollständig anliegen, das sollte keine Luft sein, ja, provozieren wir das Ganze mal, rutscht mein Po ein bisschen nach vorne, noch weiter, so, wenn man jetzt das sieht, jetzt nochmal die Bewegung ausführen. So, das ist ungünstig für die Lendenwirbelsäule. Darauf achten, dass es nicht passiert. Und entsprechend natürlich hinten auch die Tiefe einstellen. Und dann nochmal nach hinten rutschen. Jetzt passt das Ganze. Beinbeuger sitzend, perfekt ausgeführt. Von wem? Von der Ramona.